So, nachdem ich letztes Mal in dem ersten Video euch mal gezeigt habe, warum man das eigentlich braucht, Äquivalenzrelationen, jetzt mal hier steht es schon, ah, warum man das vielleicht ein bisschen spannender auf hier, ja. Mal zu diesen Eigenschaften, wie sie der Mathematiker in seiner Vorlesung definieren würde. Also, wir wissen jetzt, es gibt irgendeine Relation, eine Beziehung, das deutet man durch die Schlange an. Die erste Eigenschaft erscheint furchtbar einfach. Reflexiv heißt, das Element muss äquivalent sein zu sich selbst, auch wenn wir jetzt die Äquivalenz noch gar nicht uns anschauen, das sollte erfüllt sein. Die nächste Eigenschaft ist auch ziemlich einleuchtend. Was heißt jetzt symmetrisch? Klar, wenn x in Beziehung zu y steht, dann darf man die Reihenfolge so symmetrisch durchtauschen. Die dritte ist jetzt etwas schwieriger. Ja, wenn man x zu y und zugleich y zu dem anderen Element z äquivalent ist, dann muss zwangsläufig das y ist hier sowas wie die Brücke, auch das x zu dem z auch äquivalent sein. Ja, wenn das erfüllt ist, nennt man das eine Äquivalenzrelation. Wir werden jetzt eines machen. Wir schauen uns jetzt mal an. Ich habe dein Wort mal so ein bisschen vorbereitet. Unsere Beziehung gerade oder ungerade, wir hatten die ganzen Zahlen in gerade und ungerade unterteilt. Das heißt, diese Äquivalenzrelation in der Beziehung steckt, wir müssen zwei Zahlen nehmen, wenn deren Differenz gerade ist, das deutet dieses 2 mal z an, dann sind die beiden äquivalent. Also 1 und 0 ist nicht äquivalent. Die 1 ist ungerade, die 0 ist gerade. Und wenn ich 1 minus 0 rechne, kommt was Ungerades raus. Das ist nicht hier drin. Reflexiv ist hier jetzt furchtbar einfach. Ich will mal so ein Beispiel machen irgendwie. Was heißt denn das, dass das x zu x äquivalent ist hier? Das heißt nichts anderes. Stört da. Als ob ich jetzt x minus x rechne. Das soll in den ganzen Zahlen liegen. Das tut es auch. Da kommt nämlich die 0 raus. 0 ist gerade. Wäre hier jetzt was Ungerades herausgekommen, dann hätten wir ein Problem gehabt. Dann wäre das Ding nicht reflexiv. Ich zeige euch dann auch mal so Beispiele, wo das auch wirklich dann der Fall ist. Ich will jetzt nur dieses Beispiel wirklich zeigen, dass das eine Äquivalenzrelation hier ist. Ja? Das ist ja auch eigentlich, die Beziehung ist ein bisschen schwierig, aber sonst ist der Nachweis hier nicht so schwer. Kommen wir mal zur Symmetrie. Was heißt das jetzt? Das heißt ja nichts anderes als das x minus y, muss mal hin, das muss in z sein. Also, dann ist das gerade. So. Jetzt muss man mal überlegen, was bedeutet es eigentlich andersrum? Kleinen Unterschied gibt es schon. Y minus x. Hier. Ja, und ich verrate, das ist auch gerade. Wenn man die Differenz umdreht, ihr wisst, man zieht, egal wie es dran steht, bei 3 minus 7, man tut trotzdem immer von der größeren Zahl die kleinere subtrahieren. Aber wenn man die tauscht, hier ändert sich nur das Vorzeichen dieser Zahl. Nicht aber der Betrag. Und der Betrag bei minus 2, 2, das ist ja entscheidend, ob es in 2z liegt oder nicht. Das heißt, das ist ganz klar erwiesen, wenn das gilt, muss auch das hier gelten. Ja, schön, jetzt haben wir reflexiv, symmetrisch. So, wenn jetzt das letzte noch hinhaut, dann ist es eine Äquivalenzrelation. Jetzt müssen wir mal das übersetzen, was das denn bedeutet. Also x minus y ist gerade. So. Und auch y minus z ist gerade. So, was folgt jetzt aus dieser Beziehung? Was daraus jetzt folgt, ist, dass die Differenz dieser beiden Zahlen, und das kann ich jetzt mal durch Terme ausdrücken, wir haben ja mal gesagt, gerade und gerade, wenn man die abzieht, kommt immer was Gerades raus. Das müssen wir aber jetzt schon ein bisschen mathematisch genauer präzisieren, was sich da dahinter verbirgt. Das ist aber auch nicht schwer. Ich ziehe jetzt diese Zahl
hier sind es ja Terme voneinander ab. Warum man es mit Termen macht, weil das dann halt allgemeingültig ist. Auf jeden Fall weiß ich, dass das Ergebnis davon gerade ist. Jetzt tun wir mal die Terme ein bisschen vereinfachen, was da eigentlich steht. Da steht jetzt x minus y, wenn man die Klammer korrekt auflöst, minus y ja, ich mache das mal ein bisschen anders, ja. Dann ist es ein bisschen geschickter. Und zwar mache ich das so, damit das y rausfällt. Ich tue das einfach mal, dass es symmetrisch ist, weiß ich ja schon von oben her. Ich mache hier jetzt z minus y so rum, ja. Das ist ja wurscht, ich darf das ja umdrehen. Und dann zeige ich das mal, ja, dass wirklich, ich soll ja zeigen, dass das zu dem hier, ja, dass das gerade ist. Ja. So, jetzt lösen wir die Klammer hier mal korrekt auf. Also ich habe jetzt hier gemacht z minus y. Hier z minus y. Und dann habe ich jetzt nach aufgelöster Klammer minus z. Und hieraus wird ein Plus. Ja. Und jetzt seht ihr, jetzt spielt dieses y da keine Rolle mehr. Jetzt steht dran x minus z. Und das muss ja gerade sein, weil die Differenz von 2 Graden ist gerade. Also, die Transitivität sollte man ein bisschen genauer zeigen. So, jetzt aber zu Vektoren. Hier ist mal alles abgegrast. Ihr könnt das Video auch gerne mal anhalten. Schaut euch die wesentlichen Schritte, das ist hier ein Nachweis auch wirklich, ja? Schaut euch die mal an. So, jetzt kommen wir mal zu 2 Vektoren dazu. Mal hier mal ein bisschen was aufzeichnen. Wenn der Vektor 1 zum anderen ist, der reflexiv. Die Bedingung lautet parallel, gleiche Länge und gleiche Richtung. Machen wir mal 1. Fügen wir mal solche Vektoren hier einfach ein. Gehen wir hier auf Einfügen. Und dann gibt es hier irgendwo die Formen. So, jetzt tue ich mal irgendeinen Vektor hier mal angeben. Den da. So, und was mache ich jetzt mit dem? Ich kopiere ihn. Dann geht es nämlich ganz einfach und tue ihn einfügen an einer anderen Stelle. Ach Gott, was ist denn jetzt schon wieder los? Also ich tue ihn mal kopieren und einfügen. So, jetzt habe ich so einen zweiten Vektor und den verschiebe ich jetzt mal wohin. Und eigentlich ist es klar, wenn das dasselbe Vektor heißt, ja, Vektor sind ja alle unendlich gleich, parallel gleichen Pfeile. Das heißt, die zwei hier, natürlich ist der Vektor zu sich selbst reflexiv, ja. Der da ist parallel gleich zu dem, ja. Jetzt können wir mal überlegen, was bedeutet denn das dann da unten, diese Symmetrie, ja. Parallel gleich heißt eigentlich genau dasselbe. Ich füge hier wieder ein. Könnte es jetzt in verschiedenen Farben machen, wenn ich möchte. Oder die Richtung ändern. Ja, wenn der da A ist, so, fügen wir nochmal einen ein. Der ist B. Habe ich wieder das. Kopieren wir es nochmal. Welche Eigenschaft muss er denn haben, wenn man ihn einfügt? Jetzt einfach mal ein. Fügen, so. Komisch, ja, was da mal läuft. Ja, wenn das A ist und das B ist, dann ist A zu B, aber auch der ist zu dem gleich, parallel und gleich lang. Also ist auch diese Eigenschaft erfüllt und auch die dritte wird erfüllt sein. Da brauche ich 3 Vektoren, ja. Ich füge mal A ein, dann nehme ich einen Vektor B. Ja, wichtig ist, dass der auch wirklich hierzu parallel ist und dann kommt noch ein Vektor C. Ja. Ich könnte jetzt verschiedene Farben, aber meine Aufnahmezeit reicht leider nicht mehr ganz. Wenn das A, B, C ist, der da ist parallel gleich zu dem, der ist parallel gleich zu dem, ja, dann muss es wohl auch der hier zu dem sein. Und jetzt habt ihr gesehen, aha, wir haben 2 Äquivalenzrelationen. Eine bezieht sich auf Zahlen, eine auf geometrische Objekte. Eure Hausaufgabe, schaut euch das mal an. Das wär's hier. Bald gibt's ein neues Video. Hier ist jetzt meine Zeit zu Ende. Deshalb bewertet mich. Wenn ihr Fragen habt, stellt die ruhig. Ja, gibt keine dummen Fragen, habe ich gesagt. Bis bald.